Mein rechter Fuß ist seit gestern etwas wund, deswegen müssen wir die heutige Etappe ein bisschen anders planen. In der Früh schaue ich deswegen noch im Zentrum nach Busverbindungen, aber auf die nächste müssten wir zu lange warten. Wir entscheiden uns zu versuchen, zumindest die erste Hälfte zu gehen. Zuerst verläuft der Weg ziemlich steil darauf. Wir müssen auf die Anhöhe aufsteigen, die wir gestern direkt hinter der Altstadt gesehen haben. Es sind jede Menge Pilger unterwegs und dazwischen noch ein paar Traktoren. Der Weg schneidet sich in die Anhöhe auf beiden Seiten mit Pinien bedeckter Hänge. Als wir schon glauben, den höchsten Punkt fast zu erreichen, stellt sich blöderweise heraus, dass der Weg hier lediglich einen Bogen schlägt. Den Effekt können wir schon aus der Wahau. Da haben wir auch des Öfteren geglaubt, dass es doch nicht mehr höher gehen kann, weil man nur noch den Himmel sieht. Und doch stellte sich dann auch meistens wieder aus, dass es noch weiter nach oben geht. Mittlerweile glaubt mir meine Mutter auch nicht mehr, wenn ich behaupte, dass der Anstieg bald endet. Irgendwann endet er dann natürlich doch. Und ganz oben gibt es keine Pinien mehr, nur rote Erde und Weinberge. Langsam wird es auch flach und grün. Am Horizont sehen wir in leichten Nebeln eine Bergpanorama. Neben uns wachsen riesige Binsen, die ich so noch nirgendwo gesehen habe. Entlang des Weges verlaufen Rinnen aus Beton, die anscheinend die Weinpflanzen bewässern. Sind Sie gläubig? Fragt mich plötzlich auf Englisch ein junger Mann, der uns gerade überholt und wohl mitbekommen hat, dass wir laut Rosenkranz beten. Ja, lächle ich. Er läuft weiter. Mich wundert es immer noch, dass die Leute auf dem Jakobsweg sich wundern, dass jemand an Gott glaubt. Ist doch irgendwie seltsam, oder? Man geht einen der bekanntesten christlichen Pilgerwegen und wundert sich, wenn man auf Christen trifft. Wenn ich jetzt so überlege, habe ich eigentlich nie wirklich an Gottes Existenz gezweifelt. Ich kann mich zwar an kein besonderes Ereignis erinnern, in dem ich seine Anwesenheit besonders gespürt hätte, aber dass es ihn gibt, war für mich immer logisch und dadurch sicher. Die Argumente von Thomas von Aquin, die wir in der Schule gelernt haben, dass es eine Ursache geben muss, weil alles, was wir beobachten, eine Ursache hat, waren für mich einleuchtend genug. Wenn ich aber die Komplexität vom menschlichen Gehirn betrachte oder seines ganzen Körpers, geschweige denn die der ganzen Welt, ist für mich die Existenz Gottes bewiesen. Es kann keine plausiblere Erklärung geben. Genauso gut könnte man erwarten, dass ein Windhauch die Sandkörner am Strand zufällig so aufwirbelt, dass sie beim Runterfallen das Modell vom Kölner Dom bilden. Die Wahrscheinlichkeitsrechnung schließt es aus. Und die Entstehung unserer Welt ohne einen Schöpfer ist noch unvergleichlich unwahrscheinlicher. Außerdem kann ich mir auch nicht vorstellen, dass die Intuition von Abermilliarden Menschen auf der ganzen Erde und über die ganze Zeitspanne, dass es eine höhere Kraft gibt, schlichtweg falsch sein könnte. In Asofra machen wir eine Bier- und Kaffeepause. In der Bar mit passenden Namen El Descanso del Peregrino. Die von Fotos umrahmte Karte an der Wand zeigt alle Caminos, die der Besitzer schon ge selber gegangen ist, mit Jahresangaben. Vielleicht machen wir uns auch so ein Deko für zu Hause. Ab Asofra nehmen wir den Bus. Die Weinberge lassen wir hinter uns, jetzt führt der Weg zwischen Getreidefeldern. Einige sind sogar bereits gemäht. Statt grün leuchtet jetzt die Gegend weizengelb. Auch unsere Herberge in Ceruena liegt an einem Getreidefeld, nur durch einen Weg davon getrennt, am Rande der Ortschaft. Ich bringe unsere Wäsche in die Waschmaschine im Keller und bleibe von diesem Bild stehen. Die Kombination aus warmem Gelb und Himmelblau begeistert mich seit eh und je. Ist der Anblick vielleicht so beruhigend, weil wir den Anblick von reifem Getreide beim guten Wetter unbewusst mit guter Ernte und somit Sicherheit verbinden? Tragen vielleicht gerade genau deswegen viele Businessmänner diese Farben? Die moderne, anscheinend erst vor kurzem gebaute Herberge birgt einiges an antikem Mobiliar und Deko. Eine wunderschöne alte Statue von Christus König auf dem Thron begrüßt die Pilger gleich im Eingangsbereich. Und auch andere Gegenstände scheint hier jemand womöglich bei einer nachkonziliaren Aufräumaktion aus einer oder mehreren Kirchen gerettet zu haben. Heute Abend gibt es ein Gemeinschaftsessen. Ich mag diese Treffen am großen Tisch mit vielen anderen Pilgern sehr.
Ich schaffe es auch, meine Mutter dazu zu überreden, indem ich ihr verspreche, den Dolmetscher zu machen. Die Runde heute ist allerdings ziemlich romanischsprachig. Einige ältere Spanier und ein italienisches Ehepaar mit einem Sohn, der zum Glück etwas Englisch spricht. Auf diese Weise gibt es für mich nicht allzu viel zu übersetzen. Die eine Gruppe spricht Spanisch, die andere antwortet ihnen auf Italienisch. Nach einer Vorstellungsrunde, die wir mit der kleinen Englischhilfe geschafft haben, bleibt mir nichts anderes übrig, als zu versuchen, irgendwelche Bruchstücke aus der weiteren Konversation zu verstehen.